Herzlich willkommen. Das ist die Nola. Und ich bin Veronika. Und wir machen spontan, nicht vorher probiert, Yoga. Für mehr Ruhe hast du dir gewünscht. Ne? Und so, ich glaube, das ist gut für Kind und Erwachsenen. Okay. Wir starten in der Position des Kindes. Weißt du, welche das ist? Guck mal, die. So. Genau. Und hier, du bist ja das Kind, genieße die Stellung und versuche mal ganz ruhig und langsam zu atmen. Das ist ungewohnt, ne? Probieren. Und dann komm hoch in den Vierfüßlerstand. Und die Hände machst du ganz stark und dann einatmen. Komm in ein geführtes Hohlkreuz, das ist die Kuh. Und ausatmen, weicher Katzenbuckel. Du brauchst, wenn du nicht musst, auch gar nicht zu mir schauen. Nochmal geführtes Hohlkreuz, die Kuh. Und ausatmen, die Katze. Und dann machst du den Rücken gerade. Stellst den rechten Fuß lang hinten auf, den linken dazu. Und kommst in den herabschauenden Hund. Genau. Beug mal deine Knie ein kleines bisschen und schieb den Po hoch. Ja, genau. Und jetzt kannst du die Beine ein bisschen mehr strecken, atmen. Und wenn du das Gefühl hast, du willst bellen wie ein Hund, dann machst du das einfach. Oder jaulen. Und dann laufe nach vorne zu deinen Händen. Genau. Beug die Knie ein bisschen. Mach den Rücken gerade. Ausatmen, tief über die Beine sinken. Und nochmal einatmen, dich langziehen. Und dann bring die Hände an die Hüfte. Jupp, drücke die Füße ganz fest in die Matte und dann komm hoch. Und dann bring die Hände vor dein Herz. Und jetzt machen wir einen Sonnengruß, okay? Einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, linkes Bein macht einen weiten Schritt nach hinten. Dann setzt du das linke Knie auf der Matte auf und einatmen, kommst hoch. Ausatmen, setzt die Hände auf, kommst in den herabschauenden Hund. Und mit dem Einatmen kommst du nach vorn. Man nennt das Plank Pose oder Brett. Ausatmen, senk dich langsam ab. Auf den Bauch, machst du super. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Und dann einatmen, linken Fuß nach vorne. Ausatmen, rechter Fuß gleich dazu. Einatmen, zieh dich lang. Ausatmen, Vorbeuge. Drück die Füße in die Matte, einatmen, hochkommen. Und ausatmen, Hände vors Herz und noch einmal die andere Seite. Ein, Arme über den Kopf. Aus, Vorbeuge. Super, ein, halbe Vorbeuge. Heißt, du versuchst den Rücken lang zu machen. Ausatmen, rechtes Bein weit nach hinten. Rechtes Knie weich ablegen. Und einatmen, hochkommen, Arme über den Kopf. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, nach vorne ins Brett, ausatmen, absinken, einatmen, Kobra, ausatmen, herabschauender Hund und mit dem Einatmen den rechten Fuß nach vorne, ausatmen, linker Fuß dazu, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, Vorbeuge, die Füße fest in die Matte drücken, einatmen, hochkommen. Und ausatmen, Hände vors Herz. So, jetzt sind wir ein bisschen warm. Jetzt die Knie tief beugen, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Fersen bleiben auf der Matte. Genau. Und nun versuchst du mal ruhig und langsam zu atmen, auch wenn es anstrengend ist. So richtig tief und ruhig. Und dann kommst du in die Vorbeuge. Genau. Schaust nach unten. Und während du atmest,
versuchst du mal ganz bei dir zu sein, auch wenn draußen irgendwas sein würde, dass du mal ganz bei dir bist. Mal gucken, wie sich das anfühlt, bei dir zu sein. Ja, wunderbar. Einatmen, zieh dich lang. Und ausatmen, du trittst zurück in das, was wir Plank Pose nennen oder Brett. Ja, und hier bleibst du. Und du ziehst nach dem Bauch nach innen. Und musst gar nicht zu mir schauen. Du ziehst den Bauch nach innen und stellst dir vor, du hast ganz viel Kraft, ganz viel innere Kraft für was immer du machen möchtest. Einmal noch ein und dich dann wieder langsam ablegen, ganz auf der Matte. Genau, dann machst du deine Zehen lang und verschränkst die Finger hinter deinem Rücken. Und mit dem Einatmen, ich gucke mal, was du machst, einatmen, die Schultern gehen nach vorne, so zu den Ohren, dann nach oben, nach hinten, dann kommst du hoch. Und dreh den Kopf wieder so, dass du nur über das Hören versuchst umzusetzen. Genau. Atmen. Genau, wunderbar. Einmal noch ein. Und ausatmen. Die Hände aufsetzen. Schiebst dich über die Knie nach hinten in so einen halben Hund. Genau. Einmal noch ein. Und dann kommst du wieder in den herabschauenden Hund. Und hier bleibst du jetzt mal ein bisschen. Den Popo ein Stückchen weiter nach hinten oben. Genau. Für einen Moment die Augen schließen. Und du atmest ruhig und suchst wieder so richtig bei dir zu sein, dich selber zu fühlen und dein Herz zu fühlen. Laufe jetzt nach vorne zu deinen Händen. Genau, und dann machen wir wieder die Stuhlstellung, beuge die Knie, bring die Arme über den Kopf, tiefer Stuhl. Genau, dich richtig aufrichten, den Oberkörper aufrichten, Popo ein bisschen tiefer, jupp. Und dann komm langsam hoch und dann bring die Hände für einen Moment vor dein Herz und schließ für einen Moment die Augen. Genau. Und nichts weiter als dein eigenes Herz fühlen. Wunderbar. Gut. Von hier komm in eine weite Grätsche mit Blick zur Kamera. Guck mal, in so eine weite stehende Grätsche kommen. Genau. Und dann dreh deinen rechten Fuß nach vorne. Und beuge das rechte Bein. Und es ist der Krieger 2. Sehr gut. Streck die Arme zur Seite aus. Und dann schau über die rechte Hand. Dich an deinen Atem erinnern. Und hier stehst du ganz stark und ruhig. Noch einen Atemzug. Super. Hände an die Hüfte bringen. Bein strecken. Fuß nach innen drehen. Jupp. Und den Fuß zur anderen Seite drehen. Und dann wieder das Knie beugen. Arme zur Seite ausstrecken, über die linke Hand schauen, atmen. Und mit dem ruhigen Atem so ganz in deiner eigenen ruhigen Kraft stehen. Hier genauso hoch, auch die Hand nicht vergessen. Ja, genau, genau. Und dann die Hände wieder an die Hüfte, das Bein langsam strecken. Den Fuß nach innen drehen, den linken. Und dann bringst du die Füße zusammen. Kannst auch, ja. Und wir machen den Baum, okay? Rechten Fuß gut geerdet. Muss man mal gucken, weil hier ist ein bisschen wackelig. Und dann bringst du die linke Hand, den linken Fuß an die Wade oder an den inneren Oberschenkel. Genau. Am besten du fokussierst dich irgendwo mit dem Blick auf den Boden. Kannst dich auch an mir festhalten. Ja, genau. Wunderbar. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gut stehst, dann kannst du die Arme über den Kopf bringen. Super. Und hier fokussierst du dich ein bisschen und dadurch kannst du auch ein bisschen ruhiger werden. Haare krabbeln. Okay, und dann langsam die Hand lösen und den linken Fuß wieder abstellen. Und jetzt den rechten Fuß. Probier mal, ob du ihn bis an den Oberschenkel bringen kannst. Genau. Du kannst dich bei mir festhalten, wenn es wackelt. Halt dich ein bisschen fest. Genau. Und wenn es geht, bringst du die Arme hoch.
erinnere dich mal dran, einfach zu atmen. Ja, super. Okay, und dann langsam lösen. Und gibt es da eine Stellung, die du dir wünschst, die du gerne machen möchtest? Was möchtest du machen? Ich weiß da nicht so genau. Wie die heißen? Wollen wir die Krähe machen? Ja. Die Krähe, komm, wir probieren. Dann kommst du in eine Hocke, drehst deine Füße so ein bisschen auseinander. Genau. Und setzt die Hände vor dir auf. Und dann bringst du dein Po hoch. Und jetzt müssen die Knie, genau, da außen, ja, genau. Und jetzt mit deinem Herzen so ein bisschen nach vorne und vielleicht kannst du einen Fuß wegbringen von der Matte, vielleicht auch nicht. Kannst du mal probieren? Ja! Ja, sehr gut, super. Okay, und dann magst du gar nicht mehr aufhören, ne? Stellst du die Füße wieder auf, beugst die Knie ein bisschen. Und bring einmal deinen linken Fuß ein Stück nach hinten. Hm, guck mal, so, dass du ihn aufstellen kannst, so wie ich. Und die Stellung heißt Pyramide. Und jetzt streckst du dein rechtes Bein so, wie du kannst. Bringst die rechte Hand dahin, die linke da. Genau. Und machst die Augen zu. Atmest ganz in Ruhe. Und stellst dir vor, dass du bei jedem Atemzug ein bisschen ruhiger wirst, egal was um dich herum passiert. Probier mal. Mit jedem Atemzug wirst du ein bisschen ruhiger. Schön. Und dann schau nach vorne und dann bringst du den linken Fuß nach vorne. Tschupp. Und dann bringst du den rechten Fuß nach hinten. Und dann streckst du dein linkes Bein, so wie es jetzt geht. Genau. Guck mal, wenn du auf die Fingerkuppen kommst, dann hast du ein bisschen mehr Platz, ja. Und jetzt keine andere Aufgabe, einfach nur ganz ruhig atmen. Und du musst nicht, aber du darfst die Augen zumachen. Und kannst du dir das nochmal vorstellen, dass du einfach mit jedem Atemzug so ein bisschen ruhiger wirst? Und einfach ganz bei dir sein darfst. Ja, schön. Und dann schau wieder nach vorne. Und dann setzen wir den rechten Fuß nach vorne zum linken. Drehen die Füße wieder ein bisschen auseinander. Und dann kommst du langsam runter in die Hocke und zum Sitzen. Und hier hältst du dich einmal fest an deinen Knien, machst den Rücken gerade. Und jetzt machen wir was ein bisschen für deinen Bauch, dass der stark ist. Streckst die Arme nach vorne und dann langsam abrollen. Hast du eine kleine Spinne gefunden? Okay. Eine Mücke. Na, Mücke wollen wir nicht. So, langsam abrollen. Genau. Dann kannst du doch super. Und wieder hochrollen. Ja. Und langsam abrollen. Wir machen noch zwei, okay? Die machen dir Spaß? Mhm. Ach super, dann können wir auch fünf machen. Mhm. Und wieder hoch. Okay, dann sind es jetzt noch drei. Und langsam abrollen, dabei den Bauch nach innen ziehen. Und wieder hoch. Und noch zwei. Hab ich da irgendein Tierchen? Oh, ich versuche mich nicht drauf zu legen. Mhm. Ja. Ich leg mich nicht drauf auf die kleine Spinne. Komm noch ein letztes Mal hoch. Und dann werde ich sie mal sanft hier runter befördern. Okay, jetzt ist sie auf der Wiese. Okay, aber ich wollte eigentlich runterkommen zum Liegen. Und jetzt strecken wir einmal die Beine nach oben. Die Arme nach oben und machen Kreise mit den Händen. Das ist schön. Mhm. Und mit den Füßen. Anders, ja, ruhig einmal so rum und einmal so rum. Ich wollte auch sagen, erst mit Händen und Füßen in die eine Richtung und dann in die andere Richtung.
Ganz frei, wie du Lust hast. Und ich glaube, was für dich gut ist, ist, wenn wir hier die Rückseiten noch ein bisschen dehnen. Stell doch bitte mal den rechten Fuß auf und verschränke deine Finger hinter dem linken Bein. Ja, atmen. Und jetzt dein rechtes Bein ausstrecken auf der Matte. Super, atmen. Also, du kannst hier bleiben oder du hebst den Oberkörper und greifst deine linke Wade, genau. Ziehst deinen Bauch so ein bisschen nach innen und vielleicht kannst du dich langsam absenken. Also mit absenken meine ich den Oberkörper zurück. Ja, wir sind hier in der Natur und die gibt's. Ich lasse sie immer einfach sein. Mit den Mücken haben wir nicht gerechnet. Guck mal, so. Spürst du, dass das hier dehnt? Hier hinten an der Rückseite? Ein bisschen oder zu doll? Ein bisschen. Genau, also du sollst dir nicht wehtun, aber du kannst schon probieren, dich abzulegen, ob das geht. Dann greifst du um. Ist gut. Und dann den linken Fuß aufstellen und das rechte Bein nach oben strecken. Tup. Finger verschränken. Tup. Das magst du nicht so gern, ne? Doch. Doch? Doch, super. Und dann kannst du dein unteres Bein ausstrecken. Und wenn du das Video dann mal machst, kannst du entweder hier bleiben oder wenn du noch ein bisschen die Dehnung verstärken möchtest, hierhin. Ja. Genau. Und vielleicht kannst du den Oberkörper ablegen, musst du aber nicht. Und dann denk nochmal daran zu atmen. Und dann lässt du das Bein langsam los. Stellst beide Füße auf. Wir machen noch die Schulterbrücke, die leichte. Hebst dein Becken an, verschränkst die Finger hinter dem Rücken. Oh! Und es ist einmal kurz die Gegenrichtung. Bleib ruhig oben. Versuch mal, die Arme lang zu machen. Genau, und Kopf jetzt, ja, Kopf gerade. Perfekt. Und jetzt schiebst du deinen Popo hoch. Super. Atmen. Schön. Und dann die Hände lösen. Dein Becken ablegen. Und dann rollen wir nochmal auf und ab. Und dann guckst du, ob du hochkommst. Genau. Und dann die Beine nach vorne ausstrecken. Und ich kenne das oft, dass man das nicht so gerne mag. Genau. Was wir als erstes mal versuchen ist, dass der Rücken nicht zu rund wird, sondern dass du gerade sitzt. Ja. Können wir auch mal die Brücke machen? Wir können die Brücke machen. Wir haben das schon ein bisschen vorbereitet. Die Brücke ist nur so, dass die macht nicht so ruhig. Und du wolltest ja ruhig werden. Aber du willst sie trotzdem machen, ne? Okay, dann machen wir sie. Gut. Dann rollst du wieder ab. Dupp. Stellst die Hände auf neben deinem Kopf. Stellst deine Füße auf. Ziehst dich ganz, ganz lang. Und dann kommst du mit dem Po hoch. Und dann kommst du ganz hoch. Ja, wunderbar. Super. Du machst das so perfekt. Ich habe gar nichts weiter zu sagen. Du wolltest es machen, damit du es sehen kannst in der Kamera. Ne? Mhm. Alles gut. Und dann komm langsam zurück. Ja. Kopf nicht zu sehr abknicken. Bleib ruhig einen Moment liegen, atmen. Genau, ganz genau. Und das finde ich nämlich schön. Legst mal die Hände auf dein Herz und machst deine Augen zu und guckst mal, wie das wirkt. So eine Brücke, das macht das Herz ganz weit und wie sich das anfühlt jetzt in deinem Herzen. Willst du noch eine zweite machen? Ja. Hm? Nee? Ja. Ja? Okay. Also für die lieben Zuschauer, ihr dürft auch gerne die Schulterbrücke machen, die wir dir vorgemacht haben. Ne? Weil nicht jeder kann die Brücke so gut wie du. Falls mal noch jemand anders zuschaut, dann
Stell noch mal deine Hände auf, deine Füße auf. Genau. Und dann hebst du dein Becken an und dann drückst du dich hoch. Wunderbar, versuchst die Füße geerdet zu lassen, aber du machst das ganz toll. Das ist ja unglaublich. Okay, und dann langsam zurückkommen und dann fahren wir auch langsam runter. Das reicht schon langsam. Guck mal, als kleinen schönen Ausgleich jetzt bringst du einfach den rechten Knöchel über das linke Knie und ziehst das linke Knie zu dir ran. Mit der rechten Hand kannst du hier durchs... Nee, die kommt von hier, die rechte Hand. Und dann beide Füße flexen. Mach mal mit den... Warte, der Fuß ist vor dem Knie. Richtig flexen. Flexen heißt wut. Ja. Atmen. Okay. Und dann wechseln wir noch die Seite, bringst den linken Fuß über das rechte Knie, gehst wieder durch das Nadelöhr. Und du darfst die Augen einfach zumachen und ganz in Ruhe atmen und es einfach genießen. Genau. Und dann langsam auflösen und die Beine ausstrecken und die Arme ablegen und die Augen zumachen. Und du wolltest ja ein bisschen Ruhe. Leg dich mal so, dass es ganz gemütlich ist. Die Füße ein bisschen auseinander. Guck mal, die Füße so ein bisschen auseinander. Die Arme so. Genau. Und dann machst du deine Augen zu. Kopf gerade. Was stört dich, der Zopf? Geht? Und einfach 2-3 Minuten darfst du dich komplett loslassen, du darfst träumen, dich fallen lassen, so wie du magst. Kannst du die Matte unter dir spüren? Und jetzt alle Anstrengung loslassen. Und dann machst du deinen Atem ein bisschen tiefer, atmest ein bisschen intensiver ein und aus. Genau. Bewegst deine Hände so ein bisschen, deine Füße. Und dann reckst und streckst du dich einmal, die Arme hinter dem Kopf ausstrecken, die Füße von dir wegstrecken. Super. Und dann loslassen, die Knie zu dir heranziehen und auf- und abrollen, bis du zum Sitzen kommst. Ja. Und hopp hoch. Genau. Und dann drehst du dich einfach so zur Kamera und setzt dich einmal noch gemütlich hin in den Schneidersitz. Bringst die Hände vor dein Herz, schließt für einen Augenblick die Augen, atmest. Und probierst mal, ob du dein Herz fühlst. Und bevor du die Augen wieder aufmachst, stellst du dir vor, dass du dieses Gefühl von deinem Herzen mitnimmst. Und wenn du soweit bist, machst du die Augen auf.
Genau. Und wir sagen am Ende immer noch Namaste und machen so eine kleine Verneigung. Das bedeutet, ich verneige mich vor dem Licht in dir. So. Das war's.